Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn es dir hier gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Außerdem liked, kommentiert und teilt natürlich auch gerne das Video, würde mich auch extrem supporten. Und wenn ihr auch noch Livestreams von mir nicht verpassen wollt, folgt mir auch gerne auf Twitch. Dort heiße ich genauso wie auf YouTube, The Aircraft. Würde mich auf jeden Fall auch freuen, wenn ihr dort vorbeischaut. Vor allen Dingen im Urlaub, jetzt während den Ferien, werde ich wahrscheinlich eher nur streamen, weil ich auch ein bisschen von YouTube dann etwas Urlaub machen will und ich mich nicht ganz stressen will. Deshalb kommen eher eben als Streams, weil es etwas entspannter ist. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Itemshop an. Heute haben wir wieder einen neuen Skin. Und zwar den Artica-Skin. Blauer Skin. Sieht vollkommen in Ordnung aus. Hat keine weiteren Ziele. Dazu gibt es dann die männliche Variante. Die hat einen reaktiven Backpack. Ich hätte mal gesagt, diese Anzeige da ist reaktiv. Was da allerdings reaktiv ist, weiß ich nicht. Das hat auch nur die männliche Variante. Das heißt, nur mit dem Skin bekommt er dann auch diesen reaktiven Rucksack. Steht hier aber nicht wieder da. Vielleicht soll es irgendeine Kälteanzeige oder so sein. Weiß ich aber nicht ganz genau. Dann gibt es allerdings als drittes hier noch die pinke Zackenhacken. Also klassische Eispickel. Sehen auch ganz nice aus. Dann haben wir als nächstes den Schlotterskin mit der Frostschneide. Dann haben wir noch den Krampusskin. Der kam ja, glaube ich, aus Rette die Welt zuerst. Weiß ich aber auch nicht ganz genau. Ist aber auch schon ein Jahr alt. Aber wie gesagt, ich glaube, er war als erstes in Rette die Welt drin und wurde dann noch in Battle Royale kopiert. Dann haben wir noch den Göringfänger und Knecht Kamprecht, was ein ziemlich cooler Gleiter ist, vom Design her, um damit vernünftig zu spielen, wäre vielleicht etwas groß, aber ich würde sagen, der geht noch im Vergleich zu manchen anderen. Dann haben wir DJ Pop, der hat ja gestern den zweiten Stil bekommen, den Remix-Stil, mit hinten der Leuchtshow-Disco-Kugel. Dann haben wir noch den Scorpion-Skin, langsames Klatschen, verregnete Tage. Ist relativ leise, tatsächlich. Die Musik wäre auch nicht mein persönlicher Favorite. Ich muss da gerade auch einfach die Lautstärke verdoppeln, um überhaupt etwas zu hören. Dann haben wir als nächstes Anhalter. Und als letztes dann noch Pizza Party. Ist ein relativ beliebter Emote, sehe ich bei ziemlich vielen Leuten. Kostet eben halt auch nur 200 V-Bucks. Dafür auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.